Leute und allerherzlichst willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, der Ton passt irgendwie, weil ich bin im Badezimmer und hier hallt es ein bisschen. So langsam aber sicher kommt ja der Frühling und ich mache das eigentlich fast jedes Jahr, dass ich so ein bisschen ausmiste. Sei es Klamotten oder Schminke oder irgendwas, und ich habe seit gestern wieder angefangen. Ich habe gestern meinen Gewürzschrank aufgeräumt. Leute, die eine eigene Wohnung haben, wissen, der Gewürzschrank ist so das Grauen. Man schiebt immer alles wieder rein. Am Ende hat man irgendwie 85 Chili-Gewürze, 83 mal Rosmarin und weiß gar nicht, dass da hinten irgendwo noch ein bisschen Muskatnuss rumliegt. Außerdem kann ich euch nur empfehlen, sollte euer Leben ein bisschen durcheinander geraten, ist es einfach Balsam für die Seele, die Wohnung aufzuräumen, irgendwas zu tun, also irgendwas wegzuräumen, wegzuschmeißen, was man nicht mehr braucht. Man reinigt damit quasi wirklich irgendwie seine Seele. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich so geordneter, und wenn man Sachen ordnet, dann ordnet sich zumindest bei mir auch der Kopf und dann kann man klarer denken. Ich habe es Ewigkeiten nicht mehr aussortiert. Ich mache es zwischendurch mal sauber, aber dann sortiere ich es nicht aus, weil ich denke, ich brauche das bestimmt irgendwann noch, und ich brauche es im Endeffekt eigentlich nie. Dieser schäbige Spiegelschrank habe ich ganz am Anfang geholt, als ich meine Wohnung hier eingerichtet habe. Der hat irgendwie gefühlt 30 Euro gekostet und ja, ist auch schon kaputt. Weil dieser Schrank ist wirklich die schlechteste Qualität ever. Ich liebe das, mir das hier so ein bisschen schön zu machen. Wow, die sollte ich vielleicht irgendwann auch mal verputzen. Die Zahnbürste, der absolute Shit. Leider not sponsored. Wenn ihr Bock habt, mich zu sponsern, schreibt mir gerne eine E-Mail. Nein, aber die ist so schön. Und da gibt es auch noch so ein tolles Reise-Etui zu. Und dieses Glas, da drin lädt man das dann auch. Ich benutze immer zwei Handtücher. Eins fürs Gesicht und eins für die Hände, weil, ja, no bacterias allowed in here. So, ich werde diesen Schrank jetzt einmal aufmachen und ihr seht, es ist gar nicht viel drin, oder? Also ich hoffe wirklich, dass ich super viel wegschmeißen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme einfach immer so ein paar Sachen raus, ja, und schaue dann, was man damit noch so alles machen kann. Okay, Mietzellenreinigungswasser, finde ich, kann man immer gebrauchen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich bei allen Sachen sagen. Aber egal. Jedenfalls werde ich das nicht wegschmeißen, weil es auch eine Reisegröße hat. Also ist, nein, doch nicht. 125 Milliliter ist ja Bescheid. Warum mache ich nicht 100 Milliliter draus, wenn die schon kleine Flaschen machen, damit man auch damit reisen kann im Handgepäck? Kein Sinn. Ja, jedenfalls, das ist ganz gut trotzdem für Reisen, wenn man Gepäck aufgibt. Da muss man nicht immer diese Riesenflaschen mitnehmen. Und was ihr ja von mir kennt, ist das Ceiling Repair Lipidium von L'Oreal Expert. Ich liebe das. Das ist eigentlich so ein Zwei-Phasen-Ding, aber bei mir kommt nur noch das Öl raus und nicht mehr diese weißliche Creme. Das ist richtig, richtig blöd. Ich weiß nicht, wie die eine Seite leer gehen kann und die andere nicht, weil es kommt wirklich nur noch das Öl raus, was extrem, boah, ich muss es unbedingt nachkaufen, extrem schade ist. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Infobox. Das Zeug ist der Hammer. Dann habe ich hier noch ein Alcina Hyaluron Spray für die Haare. Ich habe da unten noch ein komplette Kiste voll mit Haarspray, mit Trockenshampoo, Styling-Zeug. Das werde ich dann dort rein tun. Und auch das muss ich irgendwann mal ausmisten, weil es ist, oh Mann, es ist einfach zu viel. Und ich muss mich davon befreien. Okay, hier dieses Pillow Dry habe ich euch auch mal vorgestellt von Redken. Ist auch mega, mega gut. Also das lässt die Haare schneller trocknen. Also wenn ihr sie dann mit dem Föhn trocken föhnt, dann geht das viel, viel schneller. Aber es ist leer. Warum ist es hier drin? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Why? Ich bin ein richtiger Messi. Ich habe hier Nagellackentferner. Warum habe ich Nagellackentferner? Ich mache meine Nägel seit 100.000 Jahren. Warum habe ich hier Nagellackentferner drinstehen? Es weiß kein Mensch. Werde ich auch verschenken an meine Mama. Keinen Sinn. Zweimal Kur. Für die Haare von Redken. Super Sache, wenn man denn mal eine Kur benutzen würde, oder? Ich muss mal Haarmasken machen. Das hier, wenn ihr blonde Haare habt, ist das hier mega. Blonde Idol von Redken. Also das hat so einen leichten Silberton, wie ihr seht. Lässt die Haare so ein bisschen kühler aussehen. Dann habe ich hier auch leer. Leute, guck mal, hier sind 4 Tropfen drin und ich will es nicht wegschmeißen, weil es sind noch 4 Tropfen drin. Warum bin ich so? Das ist ein Desinfektionsmittel für die Haut. Es ist 70% Ethanol, habe ich bei Amazon gekauft. Packe ich euch auch in die Infobox. Also alle,
Oh. Alle Sachen, die ich cool finde, packe ich euch in die Infobox, falls ihr es nachkaufen wollt. Falls ihr doch mal irgendwo einen Pickel habt, wo ihr dran rumgedrückt habt, könnt ihr damit einfach auf ein Wattepad und dann könnt ihr eure Haut damit desinfizieren. Ich würde es jetzt nicht über das ganze Gesicht machen, weil das trocknet eure Haut viel zu krass aus. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ganz ehrlich gesagt, traue ich mich gar nicht, das aufzumachen, weil ich Angst habe, dass es verschimmelt ist. Ich hoffe, dass es diese Bodylotion, Body Butter noch gibt, diese beiden hier. Einmal Japanese Camellia Cream und einmal Hawaiian Kukui Cream. Diese beiden Body Creams sind der absolute Hammer. Und sie stehen seit 100 Jahren in diesem Schrank hier drin. Und ich weiß nicht, warum ich sie nicht zu Ende benutzt habe. Ich habe ein bisschen Angst. Meint ihr, es explodiert vielleicht? Es riecht immer noch normal. Meint ihr, man kann das noch benutzen? Also hier steht drauf, es ist... Normalerweise steht hinten immer so eine Zahl drauf. Zum Beispiel hier steht 12 Monate, also 12M. Mama mia. So lange ist es haltbar im Durchschnitt, also nach Öffnen. Das muss man nicht immer so ganz genau nehmen, denn zum Beispiel Puderprodukte, da steht oft 24 Monate drauf, 36 Monate. Aber normalerweise werden Puderprodukte nicht schlecht, wenn ihr sie nicht nass gemacht habt oder ähnliches. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich schmeiß alles nach 12 Monaten weg oder so. Das mache ich nicht. Oh nein. Leute, das hier müsste ich eigentlich theoretisch auch wegschmeißen. Es gibt es nicht mehr. Ich weiß, ich habe euch schon tausendmal davon erzählt, aber die Glow Shimmer Cream von Sob & Glory. Und das war die aller tollste Shimmer Body Lotion auf der ganzen Welt. Ich habe wirklich versucht, sie im Labor nachproduzieren zu lassen. Ich habe sie verschickt und wollte meine eigene machen und habe das hier als Beispiel genommen. Was haben wir hier denn noch Schönes? Schaut mal, ich habe mal von Biotherm einen eigenen Deckel für diese Creme bekommen. Ist nicht wunderschön? Jetzt werde ich das Ganze hier auch mal sauber machen, ne? Leute, ich habe hier sogar Olaplex-Behandlungen drin. Warum benutze ich sowas nicht? Warum hat man immer so viele Sonnencremes, die man über den Sommer nicht aufgebraucht hat? Weil die verlieren ja wirklich an Wirkung. Und Sonnencremes würde ich auf jeden Fall jetzt nicht 2 Jahre hintereinander benutzen. Das würde ich schon wegwerfen. Es sei denn, es ist jetzt Öl, wo sowieso kein Lichtschutzfaktor drin ist, so wie das hier. Jetzt kommen wir wirklich zum krassen Part. Und zwar, das hier ist alles Skincare. Ja. Waschzeug, okay, Deo nehme ich ja von meinem Zimmer weg. Hier ist ein bisschen Selbstbräuner, aber der Rest sind alles Masken, Skincare, Cremes, Augencremes. Ich zeige euch einfach mal meine Favoriten. Das hier sind alles Toner. Und da hinten habe ich noch eine große Flasche von dem Glow Tonic von Pixi. Als Beauty-YouTuber kriegt man sehr, sehr viele Sachen geschickt. Sehr viele Sachen. Ich will natürlich auch immer auf dem neuesten Stand sein und euch berichten, was so cool ist und was nicht, für meinen Geschmack. Hier ein Micellenwasser von Lancôme. Wie gesagt, Micellenwasser, um erstmal grob abzuschminken, dafür benutze ich es. Ich benutze es nicht nach der Reinigung, sondern vor der Reinigung, um manchmal so ein bisschen was abzuschminken. Oder wenn ich Videos drehe und nur danach mein Augen-Make-up wieder abmachen möchte, dann benutze ich sowas. Weil ich kann nichts Ölhaltiges benutzen, weil ich ja Lash-Extensions habe. Heißt also, damit mache ich dann mein Augen-Make-up ab, wenn ich sowas Buntes schminke oder so und damit sowieso nicht rausgehe. Dann benutze ich Micellenwasser. Also Micellenwasser darf bleiben. Das hier habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Ist super für trockene Haut, aber ich benutze es tatsächlich im Moment eigentlich nicht. Ich habe es ein paar Mal benutzt, wie ihr seht, aber das werde ich auch an meine Freunde geben, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Habe ich euch in irgendeiner meiner letzten Stories gezeigt. Das ist das Aloe Tonic mit AHA-Säure. Das peelt so ein bisschen die Haut chemisch ab. Das ist nicht so, dass ihr dann auch eure Haut abziehen könnt. Aber es gibt einen schönen Glow, genauso wie das Glow Tonic von Pixi. Die sind sehr, sehr gut. Aber im Sommer würde ich es eher nicht machen, beziehungsweise super viel Lichtschutzfaktor benutzen, weil das eure Haut sehr, sehr dünn macht. Das hier werde ich leider auch wegschmeißen. Ist schon zu alt. Das ist von, habe ich mal bekommen, als ich zum Waxing gegangen bin. Und das ist so eine Creme, die den Haarwachstum so ein bisschen stoppen soll. Leute, ich bin seitdem auch nicht mehr gegangen. Also Waxing, ich mache das dann zu Hause tatsächlich. Aber ey, ich bin auf dieser Liege wirklich halb verreckt.
Das ist so schlimm, wenn das jemand anders macht. Ich kann es tatsächlich besser selbst. Bikini-Waxing. Traumatisches Erlebnis. Kommen wir nun zu ein paar Masken, die ich gerne benutze. Die hier werde ich leider wegtun. Das ist von Origins die Clear Improvement Maske. Die hat mir gar nichts gebracht. Ihr seht, ich habe es sehr oft benutzt. Also was heißt sehr oft? Ich habe jetzt nicht 3 Packungen leer gemacht. Aber, nee. Die darf gerne jemand anderes benutzen. Masken, die ich von Origins gerne benutze, ist einmal die Drink Up Intense Maske. Die ist für über Nacht, wenn ich eine super trockene Haut habe, die über Nacht drauf, am nächsten Morgen ist alles cool. Das mache ich dann 2-3 Nächte hintereinander manchmal auch und dann top. Dann gibt es auch noch die Drink Up 10 Minuten Express Maske. Und welche ich auch liebe, ist die Out of Trouble Maske. Das ist mit Salicylsäure, Zink. Nee, Salicylsäure ist, glaube ich, gar nicht drin. War gelogen. Doch! Welche Maske auch gehen muss, ist von Glam Glow die Glitter Mask. Ihr habt es bestimmt bei Instagram gesehen. Ich werde es jetzt nicht aufmachen, weil die ist noch komplett verschlossen und ich werde es dann auch abgeben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, etwas auf mein Gesicht aufzutragen, wo Plastik-Glitzerpigmente drin sind. Also das fühlt sich für mich uncool an. Ich weiß, dass es bestimmt überhaupt nicht schlimm ist, aber ich... Nee, also so Glitzer, nee, das ist schon, da gehe ich schon mit den falschen Gedanken dran und dann kriege ich sowieso Pickel davon. Deswegen lassen wir das mal lieber. 2, die von Glam Glow bleiben dürfen, natürlich die, wie heißt sie denn überhaupt, Super Matte Clearing Treatment, diese schwarze Maske, die ist ganz gut. Benutze ich aber super, super, super selten, weil die schon echt hardcore ist. Und welche ich in letzter Zeit auch ein bisschen benutze, bevor es jetzt losgeht, wirklich mit der Sonne. Diese Maske hier, das ist das Brightening Treatment und die hält die Haut auf. Heißt also, wenn ihr Pigmentflecken habt und so weiter, dann ist die hier super gut. Also davon wird die Haut aber auch am Anfang sehr trocken und da pellt sich die Haut auch wirklich ab. Und ja, Sonne vermeiden, während man die benutzt und eine Woche später, also bis sich die Haut wieder so ein bisschen regeneriert hat. Die Haut wird sehr dünn dadurch, aber so trägt sich halt die alte Haut ab. Natürlich von Hello Body die Coco Lux und die Coco Wow. Die benutze ich immer noch beide. Coco Wow ist leider leer, warte ich auf Nachschub. Und die hier, also Coco Wow ist ein bisschen mehr gegen Unreinheiten, ein bisschen zum Mattieren und die hier ist eher zum Hydrating. Seht ihr Leute, was man alles zugeschickt bekommt? Ich möchte mich keineswegs beschweren, deshalb lehne ich auch die meisten Sachen ab und gebe sie ans Management weiter oder lasse sie beim Management, gebe sie an kleinere Artists, die vielleicht noch nicht so viel zugeschickt bekommen, weil, wer soll das denn alles benutzen? Leute, hier ist nicht mal mehr was drin. Warum ist es in meinem Schrank? Kein Sinn. Warum bin ich so? Das habe ich jetzt schon 10-mal gefragt in diesem Video, aber warum bin ich so? Und Leute, was ich letztens in der Goodiebag hatte, war Intim-Deo. Schämt euch jetzt nicht mehr in die Kommentare zu schreiben. Anscheinend gibt es ja Leute, die das gerne benutzen. Ich habe es noch nie benutzt. Ich bin aber überlegen, ob ich es als normales Deo benutze, weil es eigentlich echt gut riecht. Das ist von Deodog. Aber bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ist das dann, wenn man Sport macht? Und aber danach geht man noch eh duschen, oder? Ach, keine Ahnung. Ja. Ich behalte es einfach mal. Vielleicht benutze ich es als normales Deo. Hier befinden sich natürlich noch meine ganzen Loving Tan und Saint-Tropez Bräunungscremes. Bräunungsmousse. Also ich habe auch schon ein Video dazu auf meinem Kanal, wie ich das mache. Das sind auf jeden Fall die besten. Hier unten stehen Augencremes und Gesichtscremes. So, das hier mal als erstes ist leer. Immer noch hier drin. Dann habe ich hier einmal, weil ich wirklich so einen Pickel hatte, dass ich dachte, jetzt muss Clairasil her, hat nichts gebracht. Sofort Pickelfighter-Creme in 4 Stunden. Mhm. Hat nicht funktioniert. Schmeiße ich weg. Wenn ich Pickel bekomme, und bei mir geht es da nicht ein Pickel, sondern da habe ich auf einmal 5 Stück auf einmal, weil sich das irgendwie in meinem Gesicht verteilt. I don't know. Teebaumöl. Leider, Teebaumöl ist, glaube ich, für meine Haut zu aggressiv. Also da passiert gar nichts mit dem Pickel. Es stinkt einfach nur zur Hölle. Und nee, ich mag es nicht. Ich weiß nicht, es bringt mir nichts. Viele schwören da drauf. Also schreibt mir mal in die Kommentare. Teebaumöl, funktioniert es bei euch? Bei mir leider nicht. Muss ich wegtun. So, Augencremes, die ich benutze.
Beide von Kiehl's, weil ich sie sehr empfindliche Haut habe und mir die Augen sonst brennen. Bei denen hier ist es nicht der Fall. Für den Tag benutze ich die Avocado-Augencreme. Das ist wirklich mein Favorite seit Jahren. Und Augencreme benutzen mache ich seit ich 21 bin oder so. Also wirklich regelmäßig, weil gerade an den Augen, nee, da kommen die Falten zuerst. Und ja, ab 25 produziert der Körper nicht mehr genug Kollagen, um das alles aufrecht zu erhalten. Deshalb habe ich schon mit 21 angefangen, dem ein bisschen vorzubeugen. Für die Nacht Midnight Recovery Augencreme ist noch ein bisschen stärker. Beauty Blender Cleanser, für mich das unnötigste Produkt ever. No front gegen Beauty Blender hier, aber für mich kein Sinn. Das ist hier so ein Verschluss auch, wo man dann den Beauty Blender angeblich drauf dappen kann oder man kann drücken, dann ist hier was und dann kann man das abnehmen. Man beschmiert damit quasi dieses ganze Ding. Es riecht auch nicht gerade angenehm. Ich benutze einfach pH-neutrale Arzt-Desinfektionsseife von Balea am Stück. Darauf kann ich den Beauty Blender rein. Auch dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal. Ich schmeiße da nichts weg und deshalb benutze ich es trotzdem noch. Hier habe ich so ein kleines Teelicht. Das habe ich seit ich 11 bin oder so. Und hier befinden sich meine Scheren, mit denen ich meine Augenbrauen kürze, Augenbrauenrasierer, Wimpernbürstchen, den Jancies. Dann habe ich hier zwei Vitamin C Seren. Einmal von IS Clinical. Verdammt teuer, aber krank das Zeug, okay? Vitamin C sorgt einfach dafür, die Haut aufzuhellen. Es schält sie auch so leicht ab, um das mal so zu sagen. Es gibt einfach einen Glow. Das gleiche habe ich hier von Dior. Das hier riecht eine Milliarde mal geil. Das riecht so, so unendlich gut. Das hier ist eher medizinisch schon fast. IS Clinical, falls euch das was sagt, ist schon echt arschteuer und aber krass. Das hier mische ich in Masken oft mit rein, um nochmal so einen extra Glow zu geben. Also da mache ich ein paar Tropfen hiervon rein. Ja, zweimal Coco Fresh Waschzeug natürlich, obwohl ich euch hier noch was zeigen wollte. Ich habe mir bei Douglas letztens mal diese Mikrofaser-Abschminkdinger geholt. Die sind von Faceys. Krass, wie das ganze Make-up davon abgeht. Sehr, sehr cool. Einfach bei 60 Grad waschen und ihr könnt damit euch easy peasy abschminken. So, ein Pickelgel, was bei mir ganz gut funktioniert, ist der Super Spot Remover von Origins. Kleine Flasche, nicht gerade günstig, aber es wirkt. Feuchtigkeitscremes habe ich natürlich auch. Ich benutze immer noch das Meereselixier von Flora Mare sehr, sehr gerne. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Irgendwann habe ich mal gehört, dass sie es aus dem Sortiment genommen haben. Könnt ihr mal schauen, also Flora Mare Meereselixier, sehr, sehr leichte Feuchtigkeitspflege. Und Aloe Light benutze ich noch gerne von Hello Body. Oh, und hier habe ich noch einen Lip Scrub von MAC, der weiße. Oh, der ist auch richtig, richtig gut. Wow, okay, es ist immer noch überdurchschnittlich viel hier in meinem Schrank. Aber ich habe auch viel aussortiert, also ich bin stolz auf mich. Ja, keine Ahnung, ob euch das irgendwie interessiert hat, aber ich dachte, wenn ich schon mal sowas aussortiere, so die Decluttering-Videos gefallen euch ja immer ganz gut. Zwar war es jetzt keine Schminke, aber wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Viel Spaß beim Frühjahrsputz. Und jetzt sage ich schon bis zu meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.